Hallöchen, liebe Freunde. Wir sind zurück beim Multiplayer Euro Truck Simulator 2 online und ich habe keine Ahnung. Mit dabei natürlich wieder mein Kumpel Flex, der ist schon vorgefahren. Hallo Flex. Hallöchen. Ich fahre jetzt da mal hinterher und zwar ist er nach Kosice gefahren, wenn das so ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Denke ich mal. Hab mir natürlich eine Tour dahin verschafft, besorgt und werde die jetzt andocken einmal. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo muss ich da hin? Ich glaube, da muss ich rechts rein. Aber da kommt einer angefahren. Bevor der jetzt hier reinfährt, hau ich hier als erster mal zwischen. Kurve. Und hol mir erstmal meine Ladung ganz schnell ab Richtung Kosice. Da ist er. Oh, das ist ja cool. 1, 2, 3 Auflieger hier, okay? Auflieger über Auflieger. Ich sollte mir vielleicht auch nochmal meinen Außenspiegel einbauen. Und genau, dann werde ich mal ganz, ganz schnell andocken hier, dass ich dann dem Typen, der hier einparken möchte, nicht im Wege stehe. Und er nicht mir. So. Ja, war ein bisschen doof gelaufen. Ich habe es ja eigentlich groß angekündigt auf Facebook und auf Twitter. Ich habe ja jetzt einen Twitter-Account, habe ich mir jetzt mal machen lassen. Oh, er piept hier ganz schön laut rum. Und was heißt machen lassen? Habe ich selber gemacht. Ich habe es mir selber gemacht, ey. Was willst du denn? Fahren entgegengesetzter Fahrtrichtung. Ich bin doch nur aus der Ausfahrt rausgefahren. Ist der blöd? Meint so. Ist der blöd? Wir brauchen Kohle hier. Auch in Polen brauchen sie Kohle, ey. Geht gar nicht. Nee, und hab das eigentlich ganz groß angekündigt, dass wir ja zusammen hier losfahren wollten. Und dann hat mir mein Nachbar ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war auch mega fett laut. Mein Nachbar, der hat seinen Bass getestet und ich weiß es nicht, der wollte da seine Anlage mal einstellen. Der hat sturmfreie Bude gehabt. Es sei ihm natürlich von Herzen gegönnt. Aber ich muss sowas nicht abends um 9:30 machen. Das haut nicht hin. Wir haben es jetzt zur Zeit, ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es. Wir haben es 22 Uhr und fangen jetzt doch die Aufnahme doch nochmal an. An dem besagten Tag, wo ich das angekündigt hatte, da wollten wir das ja eigentlich machen. Und mein Nachbar hat sich jetzt anscheinend beruhigt, deswegen fangen wir jetzt doch nochmal die Let's Play-Aufnahme an, der Flex und Icke. Und jetzt bin ich halt auf dem Weg zum Flexi und lade den dann oder sammle den dann ein, dass wir zusammen dann wieder durch die Gegend eiern können. Ja, in der Hoffnung, dass er nicht seine Anlage wieder aufreißt. In der Hoffnung, dass, genau, weil es ist nicht wirklich schön. Ich habe das Gefühl, dass sein Bass genau hier über meinem Computer steht und es ging überhaupt nicht, Alter. Ich habe da mal eine Testaufnahme schon vorher gemacht, bevor der Flex und ich auf den Teamspeak-Server hier gegangen sind. Und es ist so eine Katastrophe. Du hast so ein Brummen nur im Hintergrund gehört, es ging überhaupt nicht. War ein bisschen nervig. Weiß ja nicht, ob das die Rache ist, dass ich hier nachts manchmal aufnehme. Dann bin ich ja auch nicht gerade leise, wobei ich bin ja eigentlich ein recht ruhiger Let's Player. Habe ich mir ja schon des Öfteren sagen lassen. Aber ich kann halt nicht so rumschreien wie Dena und Co. Haut nicht hin, kann ich nicht. Bin ich nicht der Typ für. Klar rege ich mich gerne auf, hat man in der See ja festgestellt. Oder wird man noch zu dem Zeitpunkt? Ich weiß gar nicht, ob diese Folge schon draußen ist. Da gibt es eine Folge in DayZ, da rege ich mich richtig gut auf. Da übersteuert auch das Mikrofon ein wenig. Und klar, aber ansonsten bin ich halt eher der Ruhigere. Wenn man sich mal aufregt, ist das auch normal. Oh, jetzt habe ich zu stark abgebremst. Auch nicht schlecht. Wobei ich jetzt schon wieder 50. Na super. Alter, was geht denn hier los? So, dann wollen wir mal langeiern hier. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ob der mich nachts immer hört, wenn ich hier irgendwie The Forest aufnehme oder so. Das mache ich ja immer ganz gerne im Dunkeln. Ist die Atmosphäre einfach genialer. Aber das hört man, glaube ich, auch, dass ich da immer so ganz leise und ruhig rede auch. Liegt aber auch daran, dass ich eben meine eigenen Leute hier nicht stören möchte dabei, weil die pennen ja dann immer schon. Ich nehme ja meistens so zwischen 1 und 2 dann nochmal auf, obwohl ich dann morgens um 6:30 wieder aufstehen muss.
Nacht wird immer sehr kurz, ja, das ist so. Leben eines Zockers halt. Das Leben eines Zockers, ganz genau. Meine Frau liebt mich da zwar für, dass ich dann relativ früh ins Bett gehe, wenn man es mal so auslegen darf, aber ich weiß nicht, wann ich es sonst machen soll. Ich möchte meine Frau ja auch nicht immer aus dem Wohnzimmer hier rausschmeißen und sagen, du Gewäsch, ich nehme auf jetzt hier. Die wohnt hier genauso wie ich auch und deswegen habe ich da einfach Rücksicht drauf zu nehmen. Das ist einfach so. Genauso wie auf meine Familie, auf meine Kinder. Da ist das nicht so, dass ich mich dann einfach hinsetzen kann und sage, ich nehme jetzt auf, ich habe da jetzt Bock drauf und nee, geht nicht. Deswegen muss ich mir immer Zeiten aussuchen, wann ich dann auch wirklich die Luft dafür habe. Und das ist dann halt einfach, wenn meine Frau entweder mit ihren Leuten zu Besuch in der Küche sitzt oder wenn sie eben dann ins Bett geht und das ist dann meistens halt erst um 12:30. Das wird schon passen, denke ich mal. Genau. Also mir ist es relativ Hupe, wann ich aufnehme, weil ich kann mit wenig Schlaf umgehen, da habe ich keine Schmerzen mit. Aber wenn natürlich dann nachts alles so leise ist, dann wirst du automatisch ja immer hellhöriger. Und ja, das stimmt. Ey, das sieht ja geil aus da hinten, diese Leitkegel. Cool. Nee, und wenn natürlich dann der Nachbar, der hat ja auch einen kleinen Sohn, so einen ganz kleinen Sohn, also ich rede da jetzt so von Alter, wie alt ist er jetzt? 2 Jahre, 3 Jahre? Von dem Alter rede ich jetzt. Der ist froh, dass er jetzt im Kindergarten gehen kann. Der kann auch schon sprechen, klar, aber halt noch nicht so deutlich und klar. Aber er kann halt schon sprechen, du verstehst ihn schon. Und kann natürlich sein, wenn der ab und zu eben halt mal was hört, wenn ich mich hier dann mit den Eingeborenen von The Forest unterhalte. Wo ich dann meistens keine Antwort von denen kriege, außer ein nettes Wow, dann kann ich das schon verstehen, dass er das jetzt natürlich genießt, weil ich glaube, der Kleine von oben über uns, der schläft, glaube ich, bei seinen Großeltern heute und deswegen nutzt er das mal aus, dass er seine Anlage mal austesten kann. Ist halt auch so ein 5.1-Ding, was er eben auch an Fernseher angeschlossen hat und Blu-ray und sowas alles. Und das hat der wohl auch noch nie so richtig eingelotet in seine neue Wohnung. Also die wohnt noch nicht lange über uns. Die wohnt zwar schon länger in unserem Haus, aber eben noch nicht lange in unserer Wohnung. Also in der gleichen Wohnung, wie wir sie auch haben, weil die genau über uns jetzt wohnen. Die haben vorher eben auf der anderen Seite vom Haus gewohnt. Und da war die Wohnung ein Zimmer kleiner. Und jetzt muss er sich da wohl komplett neu einmessen und da hat er wohl noch nicht so die Gelegenheit zu gehabt. Oh, ein Zug. Ja, dann macht man sowas abends mal, wa? Ja, da macht man natürlich dann ganz gerne mal abends bzw. nachts. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Nö, also. Da muss ich aber ehrlich auch sagen, da hätte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich da wirklich abends um 9, 10 Uhr anfange, da die Anlage aufzureißen. Tja. Um mal ein bisschen den Nachbarn zu terrorisieren. Der weiß halt, dass meine Kinder wach sind, der weiß, dass wir wach sind, weil die Weiber, auch seine Frau, sitzen natürlich wo? Klar, bei uns in der Küche und machen da Halligalli. Es sei denen gegönnt, ne? Und von daher, denke ich mal, hat er sich dann gedacht, du, kann ich hier auch. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass wir heute Abend aufnehmen wollten. Aber na gut. Das ist ja natürlich dann echt geil, sowas. Ist cool, ne? Sehr cool. Aber sonst kann ich mit dem ganz gut, also ist keine Frage. Im Sommer sitzen wir draußen und grillen und bis in die Puppen und überhaupt und sowieso. Auch bei der WM, da haben wir den Titel halt gefeiert bei uns hier in der Bierbörse in Hildesheim. Und bis morgens um, weiß ich nicht, wann haben wir das rausgeschmissen? Ich glaube um 6 oder so. Irgendwann ging das Handy von mir, war meine Frau dran. Ey, wo bist denn du? noch unterwegs. Da gab es noch so ganz lustige Fotos, wo ich dann diese Afro-Perücke in Deutschlandfarben auf hatte und sowas alles. So geil. Richtig cool. Ich wollte es eigentlich nochmal hochladen auf Facebook, aber ich habe es mir dann gekniffen. Weil also ich gedacht den habe... Titel musste man auf jeden Fall feiern. Ja, das war cool. Das war echt cool. Also wieder, also einfach Abpfiffer, bin da wirklich dann wie so eine angestochene Tarantel durch die Bude gesprungen. Da war es mir auch ehrlich gesagt in dem Moment sowas von egal, wie spät es war, ob die Nachbarn da schon pennen oder nicht. Ja, richtig. Das ist Weltmeister geworden, hallo? Richtig, also, der letzte Titel ist ja auch schon ein paar Jahre her, ne? 20 Jahre. Und den habe ich damals im Übrigen auch miterlebt, schon den 1990. Und den 74, den habe ich noch nicht miterlebt. Da war ich zwar schon in Planung, aber ich habe noch nicht miterlebt.
Ah, deswegen, also da ist dann schon ordentlich was zu feiern dann. Richtig, und ist halt auch die Frage, wann kriegen wir den das nächste Mal, ne? So ist es. Ich meine, so ein Weltmeisterschaftstitel, den feierst du ja auch nicht alle Jubeljahre. Alle Jubeljahre. Es wäre jetzt noch eine Maßnahme, dass die jetzt eben im Nachzug, wie die Spanier halt auch den Europameisterschaftstitel vielleicht nochmal kriegen könnten. Das wäre ja Wahnsinn. Weil sie gerade so gut drauf sind, aber ich sage mal, es haben auch unheimlich viele Leute, erstaunlicherweise viele Leute, das DFB-Team verlassen. Ja. Also wo ich nicht mitgerechnet habe, war zum Beispiel der lahme Philipp. Das stimmt, das hätte ich auch nicht erwartet. Miro Klose, ganz ehrlich, gut, okay. Ich hätte gedacht, dass der zumindest den Euro-Titel noch mitholt, beziehungsweise die Europameisterschaft noch mitgeht. Aber auf der anderen Seite kann ich ihn natürlich auch verstehen, er ist nicht der Jüngste mehr. Nee, und wer weiß, was in zwei Jahren mit ihm ist, das weißt du natürlich nicht. Ne? Ist er in zwei Jahren überhaupt noch Profifußballer? Kann er noch laufen in zwei Jahren? Er ist halt wirklich nicht mehr der Jüngste, das muss man ganz klar sagen. Aber ich hätte echt gedacht, dass du noch wirklich, wie du sagst, bis zur Europameisterschaft noch mitmacht. Dass die Truppe, die jetzt eben den Weltmeisterschaftstitel geholt hat, genau, eben halt dann nochmal versucht, den Euro-Titel zu holen. Hätte ich auch gedacht. Weil dadurch, dass er nun, wie gesagt, Philipp Lahm jetzt auch noch mit aufgehört hat und ich weiß nicht, wer noch alles dabei war, waren ja einige Leute, die da aufgehört haben. Und da bin ich jetzt, ja, etwas skeptisch. Ja, abwarten. Gut, es ist ja jetzt wieder Länderspielpause. Ganz ehrlich, unnötig. In meinen Augen absolut unnötig. Also ich brauche jetzt keine Länderspielpause, weil die WM ist gelaufen, die war in diesem Jahr. Ist das eine Qualifikation? Ich habe jetzt keine Ahnung. Eine Qualifikation wäre ganz okay, aber es gab ja auch noch Testspiele oder schon ein Testspiel gab es ja auch schon. In meinen Augen völlig unnötig. Da hat sich ja auch der Marco Reus wieder schwer verletzt. Ah, das war ja wie zur WM. Nicht lange gespielt. War es das ja auch schon wieder gewesen. Für ihn. Richtig. Also das sind solche Sachen, finde ich persönlich nicht gut. Das müsste unterbunden werden. Bin ich ja ganz ehrlich. Dass Testspiele direkt nach der WM im gleichen Jahr sollten verboten werden. Punkt. Qualifikationsspiele, okay. Muss halt sein, ne? Für die nächste Meisterschaft. Natürlich gehört dazu. Aber Testspiele, völliger Quatsch, weil du hast es wieder gesehen, wie gesagt, Marco Reus, beste Beispiel, der wurde schon wieder gefoult, wenn auch nicht mit Absicht, es war wirklich ein Versehen, aber der ist kaputt. Ah, da steckt es halt nicht drin. Halt einfach kaputt und das geht gar nicht. Genauso wie der Kevin Prince Boateng damals den, wie heißt er denn, ehemaliger Captain, habe den Namen schon wieder vergessen. Ach, wie, Ballack. Wo er den Ballack so kaputt getreten hat. Ja. Da muss ich sagen, den Typen. Boateng da, ne? Ja. Den kann ich irgendwie mal gar nicht leiden. Deswegen spielt er auch auf Schalke. Das kommt noch dazu. Weil einen anderen Verein hat er, glaube ich, in Deutschland nicht gefunden. Na, das glaube ich auch nicht. Weil ich finde, die spielen sowieso teilweise ein bisschen assi. Also ist ja gut, heißt ich knall's mir jetzt. Ich bin kein Dortmund-Fan, ich bin Werderaner. Ne? Kann man ja unschwer erkennen am LKW. Aber es tut mir echt leid. Also es gibt so bestimmte Vereine, wo auch ich dann als Neutraler mehr oder weniger sage, nö. Richtig. Braucht man nicht. Und dazu gehört leider Gottes, es tut mir leid. Wer auch immer da draußen Schalke-Fan ist, es sei jedem seinen Verein gegönnt, von ganzem Herzen. Klar. Jeder, es ist nur meine eigene, nicht Einstellung, aber meine eigene Meinung. Also, es ist halt so. Es gibt so ein, zwei Vereine, wo ich ganz klar sage, nö, die braucht man nicht. Natürlich, als Veteraner gehört auch der HSV dazu, ganz klar. Aber ich habe auch genug Freunde, die sind nur mal HSV-Fans. Mit denen sitze ich jedes Wochenende wieder an einem Tisch und trinke zusammen ein Bier und wir philosophieren über Fußball, was nun richtig, was falsch ist. Genauso meiner Meinung nach HSV-Führung. Da sind etliche Leute in der Sommerpause natürlich abgetreten, klar, aber immer noch zu wenig. In meinen Augen hätte der komplette Vorstand abtreten müssen und nicht nur so die Hälfte. Also der HSV wird es nochmal schwer haben, ganz klar. Und dass sie auch jetzt Mirko Slomka geschmissen haben,
Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen da passiert ist, aber in meinen Augen falsche Entscheidung. Man hätte an dem Trainer festhalten müssen, ganz klar. Weil es war mein Jahrestipp, natürlich. Ne? Ich habe, ich bin ja in so einer Tippgemeinschaft mit drin und da war natürlich dann auch vor der Saison unter anderem eben die Bonusfrage, welcher Verein entlässt als erstes den Trainer? Und da sind mir auf Anhieb 3 Buchstaben eingefallen. Und siehe da, ich habe eben halt meinen Bonustipp richtig gehabt. Ja, immerhin, ne? Also. Huch, ich sollte auch richtig schalten. Oh, da steht ein parkender Parker. Rock'n'Rolls hier, rechts auf dem Standstreifen. Finde ich gut. Nee, ja, wie gesagt, es gibt so ein, zwei Vereine, wo ich auch deren Entscheidung nicht wirklich nachvollziehen kann. Was ist hier los? Achso. Man muss, denke ich mal, auch nicht alles verstehen. Nee, dazu bin ich wahrscheinlich auch viel zu wenig Fußballer. Es ist einfach so. Ich habe zwar Fußball gespielt, wenn auch nur als Freizeitkicker und nicht als Vereinskicker, aber so ganz ahnungslos bin ich ja auch nicht, ganz klar. Aber was eben halt so diese Führungsgeschichte betrifft, bin ich dann doch wieder zu sehr Kaufmann und sag mir ganz einfach, warum soll ich da irgendwelche Sponsoren in den Vorstand setzen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, aber nur weil sie viel Geld gegeben haben, haben die das Recht da oben zu sitzen und das finde ich falsch. Ich finde, in eine Vereinsführung gehören Menschen, die auch mal Fußball gespielt haben, die wissen, was sie tun. Ja, die wirklich einfach Ahnung davon haben. Richtig, ne? Das ist einfach so, weil ich bin ja Leiter der Computerabteilung bei uns in der Firma und die hatten vorher einen Auszubildenden als Abteilungsleiter da gehabt, bevor ich gekommen bin. Bitte was? Ist natürlich klar, dass die Abteilung rote Zahlen geschrieben hat, weil woher soll der das wissen? Wir hatten wirklich einen Azubi als Abteilungsleiter? In der Bude hatten die, als ich gekommen bin, wirklich einen Auszubildenden als Abteilungsleiter, richtig. In welchem Lehrjahr war der? Im letzten, im dritten. Puh, krass. Aber der war ja nicht erst seit kurzem da, der war ja dann auch schon entsprechend länger da. Weil überleg mal, die Abteilung schrieb rote Zahlen und bis sowas kommt, die war ja aber vorher irgendwie gesund. Diese Abteilung. Boah. Das geht da nicht anders. Die muss ja irgendwie gesund sein. Gewesen sein. So, und dann hat der Typ, der das da vorher hatte, aufgehört. Der im Übrigen aber auch nicht so wirklich richtig gearbeitet hat. Also, der hatte so utopische Zahlen gemacht. Wie zum Beispiel, ich sag mal, Drucker. Da kam einer an und oh, ich habe einen super tollen Drucker, kannst du kaufen. Der Drucker kostet, ich sag mal, 50 Euro und wenn du aber 50 Stück abnimmst, dann zahlst du eben keine 50 Euro mehr, sondern nur noch 40 Euro. So, und da hat er natürlich nur gesehen, oh, ich kann dir günstiger einkaufen, dann nehme ich doch gleich 2 Paletten. Hey. Ist natürlich dann die Sache, das sind völlig utopische Dinge, weil der Preisverfall, gerade im Computerbereich, ist natürlich enorm. Ja. Und da kann ich dann nicht sagen, ich kaufe 2 Paletten, die ich dann vielleicht innerhalb der nächsten 3 Jahre verkaufe. Richtig, ich sag mal, so kaufst du heute eine Grafikkarte, im halben Jahr kommt eine neue, dann ist die du drin hast, schon wieder so gesehen, in Anführungsstrichen, Asbach uralt. Gerade bei solchen Sachen, das ist ja noch extremer als bei Druckern. Ja, aber bei Druckern ist es ja so, da kommen ja zweimal im Jahr kommen ja neue Modelle raus. Und da ist halt der Punkt, da kann ich keine 2 Paletten Drucker einkaufen zum Beispiel. Also das habe ich jetzt nach und nach dann auch wieder rausgehört, dass mein Vorvorgänger, muss ich ja sagen, oder mein direkter Vorgänger als Kaufmann, der hat da richtig gefuscht, hat da richtig Mist gemacht. Aber die Abteilung aufgrund dessen, die Masse macht es wiederum, ne? Mhm. Aufgrund dessen der Masse war das okay, da konnte man mit leben, laut Aussage meines Chefs halt, ne? Aber kaufmännisch gesehen hat das nicht wirklich hingehauen. Das war nicht wirklich toll. Beste Beispiel Speicherkarten. Gerade zu der Zeit, vor 3-4 Jahren, da war das noch so gewesen, da musstest du wirklich aufpassen, wo kaufst du die Speicherkarten ein, damit du sie möglichst günstig wieder verkaufen kannst, dass du wettbewerbsfähig bist.
Heutzutage ist es ja alles schon fast wieder Einheitspreis. Ne? Da liegen 4 GB Arbeitsspeicher, die beinahe gesagt. 4 GB USB-Stick zum Beispiel liegen ja fast einheitlich irgendwo bei 4,50 Euro. Aber vor 2, 3 Jahren, da war das noch ein richtig harter Kampf. Da war das noch unergründeter Markt. Also, das war echt tricky. Das war jetzt auch schon, guckst du mal hier ins Regal, da liegen ja schon 64 GB Sticks rum. Naja, natürlich, natürlich, natürlich. Mal gut, 4 GB Speicherstick reicht ja heutzutage kaum noch ein, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, was willst du wirklich mit 64 GB Stick? Ja, ich sage auch immer, wer so einen großen Speicherstick nimmt, der ist besser beraten mit einer Festplatte. Definitiv. Jetzt nicht preistechnisch, aber funktionell halt, ne? Naja. Ich hab mir halt nochmal für mein Autoradio einen Stick geholt. Oh, lass mich lügen, der hat glaube ich 8 oder 16 er weit im Angebot, dachte ich, ja gut. Da sollte es dann auch egal sein, ne? Richtig. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen hier mal ein Folgenpäuschen. Ich bin jetzt in Kosice angekommen, mein erster Aufenthalt. Werde jetzt den Simon sag ich schon, den Flex suchen. Der Simon fährt ja gar keine Eurotruck. Werde den Flex suchen und dann werde ich mit dem Flex zusammen wo auch immer hinfahren. Das müssen wir nochmal schauen. Da suchen wir uns jetzt eine schöne Strecke aus in der Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Ne? Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Mach's gut. So, Freunde, wir sind von Krakau gefahren nach Kosice, um den Flex abzuholen, nicht den Simon, den Flex. Und wir sind jetzt in Kosice angekommen, haben da unsere 3, 4 Auflieger abgeliefert. Hier so ein bisschen außerhalb der Stadt bei ITCC. Und jetzt müssen wir gucken, wo der Flex steht, den holen wir jetzt. Und dann fahren wir in der nächsten Folge eine etwas längere Tour, würde ich mal vorschlagen, so Richtung Norden hoch, dass wir dann einmal außen rumfahren, so nach Gdansk oder sowas, mal gucken. Ich danke dir fürs Zuschauen. Nächste Folge sind wir wieder zu zweit unterwegs. Bis dahin, tschüss.